aus Norddeutschland, von dem Fliegerhorst Eggebeck, kommt ein Duo, ein Zweierteam genannt The Vikings, die Wikinger. Hier im Start das Demo-Team der Marine aus Eggebeck. Flugmanöver der Vikings. Hier zum Beispiel ein Head-on-Pass. Beide Maschinen sind hier jeweils ca. 925 km pro Stunde schnell. Dieses Manöver hat man Wickler genannt. Das hier wird Underpass genannt. Der eine landet, macht eine simulierte Touch and Go, geht wieder in die Luft und wird dann von dem anderen überholt und beide zusammen starten dann halt wieder raus. Besonders schön, um die Geschwindigkeitsunterschiede beim Landen und Starten zu zeigen. Später werden wir die Vikings nochmal wiedersehen in einer anderen Bemalung und auch mit weiteren Flugmanövern. Daher übrigens auch noch ein Interview. So gehört sich das mit dem Bremsfallschirm, denn der Starfighter hat natürlich keinen Umkehrschub, wie die modernen Tornados das haben. Hier übrigens etwas ganz Besonderes. Das war das erste Mal 1986, dass deutsche Starfighter in der Schweiz an einem großen öffentlichen Flugtag teilgenommen haben. Das war in Sion. Es gab einen schnellen Vorbeiflug, es gab wieder die Touch and Goes. Und sie sind auch wieder mit 330 Stundenkilometern nebeneinander hergeflogen. Hier gibt es auch keine andere Möglichkeit, als in die Vertikale auszuweichen, weil der Flugplatz Sion sich in einem Talkessel befindet. Die deutsche Marine, das war in der Schweiz schon etwas Besonderes.